Gelobt sei Jesus Christ und vorwärts mit Maria. Heiliger Abend für euch, liebe Kinder, die ihr Radio Domina Nostra hört. Wir treffen uns zu unserem Donnerstagabendtermin, dem Kommentar zum Buch der Offenbarung des Apostels Johannes aus meinem Buch Die Symphonie des Lammes, das ihr, wie ihr wisst, jederzeit anfordern könnt, falls ihr es wünscht, und das bei der Sekretariats von Radio Domina Nostra zur Verfügung steht. Dieser Siebener, wie ich gerade zu meinem Nachbarn gesagt habe, zu den sieben Kirchen Kleinasiens, ist für mich einer der lebhaftesten und intensivsten Passagen der gesamten Heiligen Schrift. Warum sonst wirken sie wie Phrasen? Weil es eine Gewissensprüfung ist. Weil ich denke, dass das, was der Kyrios Basileus, der auferstandene Christus, als Kaiser zu jeder dieser sieben Kirchen sagt, einige von ihnen begnadigt, andere tadelt und verurteilt und wieder andere in einem Zustand des Aussetzens lässt, ein Aufruf ist, den wir dann auf unser inneres und persönliches Leben anwenden können. Die Kirche ist auch jeder von uns, im Sinne dessen, wie es von Balthasar in einem seiner wunderschönen Texte entwickelt wurde, gibt es das, was die Kirchenväter, insbesondere die Kappadokier, San Gregorio di Nisa, die seelische Kirche nannten. Die Kirche ist in jedem von uns. Das ist interessant, wegen dem, was in letzter Zeit um uns herum passiert, bezüglich der Sicht auf die Kirche. Wo steht heute wirklich die katholische Kirche? Wird sie von Bergoglio geleitet? Ist es die der Traditionalisten, die zurück zu vor dem Konzil wollen, die wahre katholische Kirche? Ich denke, dass diese Erwartung bezüglich der Antwort von wir müssen im Wesentlichen in uns selbst suchen. In uns selbst können wir suchen, wo die wahre Kirche ist, besonders in dieser beispiellosen historischen Phase. Also, heute in dieser neunten Folge werden wir den fünften der sieben Briefe untersuchen, also beenden wir das Set. Das Settenario steht mehr oder weniger an der Grenze zum ersten Kapitel, das, wie ihr wisst, wie wir gesehen haben, das ist das, präsentiert die Vision des Kyrios. Und in dir und in mir und in jedem am Tag des Herrn erscheint der auferstandene Kyrios Johannes immer, das dürfen wir nicht vergessen. Und er zeigt sich mit Augen, die wie Feuer lodern, mit Haaren, so weiß wie der Alte der Tage des Propheten Daniel, mit Füßen, die glänzen wie Bronze und so weiter. Dann gibt es diese Siebenheit, die, wie wir sehen, die Kapitel 2 und 3 umfasst. Und dann, nach diesem Abschnitt, gibt es die Reihe der apokalyptischen Visionen, die das Leben der Menschen und das endgültige Schicksal der Geschichte der Kirche und der Menschheit betreffen. Kirche von Sardes. Und jetzt lesen wir, wie immer, den heiligen Text und kommentieren ihn dann. Wir sind im Kapitel 3, Verse 1 und folgende. Es sind genau 6 Verse und einer der vielleicht der kürzeste Text unter den sieben Kirchen. Wir lesen es zu Beginn des dritten Kapitels. Schreibe dem Engel der Kirche in Sardes, so spricht der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne besitzt. Ich kenne deine Werke, und hier gibt es jetzt den stärksten und entscheidendsten Abschnitt des Textes. Man glaubt, du seist lebendig, und doch bist du tot. Und wir hier werden sehen, ich kann die Lesung des heiligen Textes nicht unterbrechen, aber es drängt sich auf zu sagen, sind wir lebendig oder tot? Was spielt es für eine Rolle, was die anderen über uns denken? Oft ist das, was die Welt denkt, nicht das, was Gott denkt, und umgekehrt. Was zählt es, der Welt zu gefallen? Für die Welt lebendig, heilig und gerecht geglaubt zu werden und nicht, wenn das in den Augen Gottes geschieht. Was sollte uns wirklich interessieren? Wie geht's dir? Halt an und frag dich. Wie geht's? Natürlich gilt das jetzt mir selbst, Don Nutella. Wie stehst du vor dem Kyrios? Ihre Augen brennen. Wie das Feuer, sagt der Text der Offenbarung, es dringt in dich ein, Dominutella. Wie stehst du vor Gott? Denn über dich wird viel geredet, aber wie stehst du vor dem Herrn?
Wie sieht dich der Herr? Weil dann das Urteil des Herrn, wenn wir uns selbst untersuchen, da wir ein Gewissen haben, es sei denn, es ist fehlerhaft und nicht, wie soll ich sagen, erleuchtet. Aber anders können wir selbst zu dem Verständnis gelangen, wie wir vor dem Herrn stehen. Man glaubt, du bist lebendig und stattdessen bist du tot. Nekros bedeutet auf Griechisch, wie wir jetzt sehen werden, stark Nekros. Auf Griechisch bezeichnet Nekros den Toten, die Leiche. Die Leiche, wach auf und erquicke dich. Was bleibt, steht kurz vor dem Sterben. Denn ich habe deine perfekten Werke vor meinem Gott nicht gefunden. Denk daran, dies ist eine völlig verdammte Kirche, wie ihr seht. Am Ende soll jeder von euch eine Übung am Ende des Kirchenzyklus machen, um zu sagen, wer gerettet wird und wer nicht. Diese wird sicherlich nicht gerettet. Denkt daran, es gibt jedoch immer diesen Spielraum, den der Herr zur Verfügung stellt. Denk daran, wie du das Wort empfangen hast, beobachte es und kehre um, denn wenn du nicht wachsam bist, ich werde kommen wie ein Dieb, ohne dass du weißt, zu welcher Stunde ich zu dir kommen werde. Dennoch gibt es in Sardes, nun ja, dann den kleinen Rest. Es gibt immer einen kleinen Rest in der Heiligen Schrift. Dennoch gibt es in Sardes einige, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Wir werden sehen, worauf sich das bezieht. Sie werden mich in weißen Kleidern begleiten, denn sie sind würdig. Dann gibt es das Schema, dem Gewinner, das Versprechen des Kyrios geben an den, der durchhält. Sehen wir das Versprechen der fünften Kirche. Der Gewinner wird also in weißen Gewändern gekleidet sein. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ihn vor meinem Vater und vor seinen Engeln anerkennen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier sind die 6 Verse. Also einer der kürzesten, aber sehr intensiven Texte der Briefe. Diese Verse sind eine Kirche, die als lebendig angesehen wird, die jedoch in den Augen des Kyrios verurteilt und tot ist. Und wie oft gibt es diese Heuchelei im christlichen Leben von denen, die denken, sie seien auch auf der Höhe? Wir sehen das bei der falschen Kirche von Bergoglio, einer Kirche der Barmherzigkeit, einer Kirche der Armen, einer Kirche, die sich den Letzten öffnet, einer Kirche, die den Marginalisierten und Ausgeschlossenen in der Gemeinschaft entgegengeht. Und doch ist sie vielleicht in den Augen des Herrn ein Leichnam. Vorhin habe ich präzisiert, dass Nekros Tod wie ein Leichnam bedeutet, weil es eine andere Bedeutung in der außergewöhnlichen Polysemie der griechischen Sprache gibt, sodass Tod auch derjenige ist, der der Wahrheit, dem Licht und dem moralischen Leben, sagen wir mal, stirbt. Und dafür werden andere Adjektive verwendet. Stattdessen verwendet man das griechische Wort Nekros, um den toten Leichnam zu bezeichnen, woraus die Nekrologie und so weiter stammt. Jetzt schauen wir uns diesen Brief genauer an, nach dieser ausführlichen Einführung. Sardinien ist eine Gemeinschaft, die leidet. Man glaubt, sie sei lebendig, aber du bist tot. Und es ist ein bisschen ähnlich wie die Situation der ersten Gemeinschaft, der von Ephesus. Die Gefahr, dass der Leuchter wegen der geistlichen Lauheit von seinem Platz entfernt wird. Hier, man glaubt, du bist lebendig. Ich kenne deine Werke. Diese Aussage des Herrn ist einfach außergewöhnlich. Der Herr kennt also unsere tiefsten, verborgensten Absichten. Was bewegt uns wirklich, wenn wir handeln? Im Leben der Kirche, von dem, was sie den Papst nennen und der kein Papst ist, den Kardinälen, den Bischöfen, den Priestern, den Theologen, auch kürzlich, angesichts aller letzten Fragen, die aufgetreten sind, wer kennt wirklich bis ins Innerste den letzten Grund, der dazu bewegt, auf eine bestimmte Weise zu handeln? Und dann stößt man zusammen, man streitet und zerfleischt sich. Denn niemand kann, alles in allem, wir Menschen sind gezwungen, es sei denn, wir haben besondere Gaben von oben, die selten sind, die Werke anderer aus objektiven Situationen zu interpretieren, aber niemals aus den Absichten, die nur Gott kennt.
Nur Gott kennt unsere tiefsten Absichten, wenn wir etwas tun. Und ja, wenn du dich entschieden hast, eine bestimmte Handlung zu vollziehen, um Gott zu ehren, aber die ganze Welt auf dich losgeht, weil du es falsch gemacht hast, weil du unbedacht warst, weil du nicht bemerkt hast, dass du es anders hättest machen müssen, und alle springen auf dich los, weil die Handlung schiefgegangen ist, kann die Absicht jedoch vor Gott gut und heilig sein. Beispiele dafür: im Leben der Heiligen haben wir viele, aber jetzt ist nicht der Moment, um anzuhalten. Kommen wir zurück. Ich kenne deine Werke, der Herr kennt uns. Was treibt uns an? Die Liebe Gottes? Gottes Herrlichkeit suchen. San Giovanni Crisostomo sagte immer: Ehre sei Gott für alles. Ehre sei Gott für alles. In den letzten Tagen, um zu sagen, wie die Heiligen überall, immer, nur die Ehre Gottes suchten, ohne sich darum zu kümmern. Wenn sie entlarvt und an den Pranger gestellt würden, habe ich die Geschichte eines gewissen Severino gelesen, der ein junger Mann war, der von Don Bosco, von San Giovanni Bosco, einem meiner Favoriten, begleitet wurde. Er erzählt, dass dieser Severino dann zu den Protestanten, den Waldensern, übergetreten war. Er war katholisch im Oratorium. Aber nichts dann, warum er diese Realität verlassen sollte. Ich sage mir nicht, warum Sekten das tun. Es ist ja nicht so einfach, dann aus einer Sekte auszutreten. So leicht man hineinkommt, so schwer ist es, wieder herauszukommen. Und so, da er krank wurde, war der Vater gestorben, dann war die Mutter so lala, sie hatte eine nicht besonders gute Mutter. Und er, dieser strenge Junge, wurde mit Fieber krank, weil er in der Schweiz gearbeitet hatte und so weiter. Er kommt nach Turin zurück, und da er sich wie im Sterben fühlte, wie es dann auch geschehen wird, hat mich diese Geschichte berührt. Er bittet eindringlich den waldensischen Minister, der sich abwechselnd an seinem Bett aufhielt, dass er sich mit dem katholischen Priester, mit seinem Direktor, der offensichtlich Don Bosco war, beichten wollte, oder zumindest mit dem Pfarrer, den er als Kind gekannt hatte. Nichts. Es gab keinen Weg. Denn sie sagten dir absolut: Du bist jetzt einer von uns, und das erlauben wir dir nicht. Dann machen sie dir eine Gehirnwäsche. Du stirbst schlecht. Die Beichte, die Gott nicht wollte, und so weiter. Kennt ihr das Ende? Dass der Pfarrer und Don Bosco sich bemühen, dorthin zu gehen. Ich sag's nicht, als Don Bosco sagt: Du willst geheilt werden, lass sie beten, mach die Novene, ihm geht's besser, aber er stirbt. Aber in Wirklichkeit geht es ihm besser, weil Gott ihm durch das Gebet von Don Bosco die Möglichkeit gibt, die heretische Sekte zu verlassen, um als Katholik zu sterben. Und ihr habt keine Ahnung, wie Don Bosco darauf reagiert hat, als er sagte, dass die Erzählung der Welt, da sie in den Händen der Heiligen ist, weil der Teufel unsere Absichten kennt. Wenn du etwas tust, um rein die Ehre Gottes zu suchen, genau dann fürchtet dich der Teufel. Es spielt keine Rolle, ob du Papst bist oder der letzte Bauer im abgelegensten Hinterland des Planeten. Einige Dinge sind wichtig, denn im Himmel sind alle gleich. Du bist nicht Papst im Himmel, das sind irdische Rollen. Wichtig ist, ins Paradies zu kommen als Papst oder Bauer, wenn man Gottes Ruhm sucht. Ich kenne deine Werke, warum machst du das? Wirklich, was ist die entfernte Absicht, mit der du, es gibt auch solche, die es selbst nicht wissen. Ich sah sie im Rest, die von Seite zu Seite gehen, als wäre nichts. Die wissen nicht mal selbst, was sie wollen. Aber wichtig, dass wir stets Gottes Herrlichkeit suchen. Don Bosco nahm Demütigungen, Misshandlungen und Verleumdungen aus einer anderen Welt in Kauf, nur um diese Seele zu retten. Kapadoshi, Seele retten. Also, wenn wir unsere Absicht in dem, was wir im Leben der Kirche, im Leben der Gnade, im gemeinschaftlichen Leben, in der Mission, die uns anvertraut wurde, in der Rolle, die uns zugewiesen wurde, korrigieren, wenn wir uns selbst aufrichtig machen, weil wir ausschließlich und nur die Herrlichkeit Gottes suchen, dann sollte uns egal sein, was die Menschen sagen. Von San Francisco d'Assisi erzählt man, ich weiß nicht, ob in den Fioretti oder nicht, aber leider befürchte ich es. Ich sage leider, weil mir gesagt wurde, dass die Fioretti, gesagt von einem Franziskanerbruder wie dem heiligen Bruder Celestino, ein wenig legendär sein könnten. Was mich, um die Wahrheit zu sagen, ein wenig empört hat. Ich muss die Wahrheit sagen, aber wenn er es sagt, der ein Franziskanerbruder ist. Es wird erzählt, dass eines Tages Fra Maceo Francesco fragte, warum die ganze Welt dir folgt. Denn das war wirklich der Moment, in dem San Francesco sehr berühmt war. Dann erlaubte Gott die Prüfung des Neuns, als Bruder Elia in seiner Abwesenheit, und so weiter und so weiter. Francesco sagte: Wir sollten das auch sagen, denn ich bin der Letzte und Ärmste. Weil Gott keinen Schlechteren fand.
Das heißt, unsere Absichten zu klären bedeutet, Gott die ganze Ehre zu geben und uns selbst nichts. Immer sagte Don Bosco zu seinen jungen Leuten, wenn ihr eine gute Tat vollbracht habt, gebt all die Ehre Gott und schreibt euch das Lob nur zu, wenn ihr etwas Schlechtes getan habt. Stattdessen heute, wie viel Selbstgefälligkeit in der Kirche. Wie viel Selbstgefälligkeit, wie viel Willkür bei der Vergabe von Titeln, Lob und Verdiensten. Es ist alles die Ehre Gottes. San Giovanni Crisostomo sagte Ruhm. Er starb mit den Worten, Ruhm sei Gott verloren. Dann kenne ich deine Werke, sagt der Kyrios. Jeder von uns muss wissen, dass der Herr in uns hineinschaut. Er kennt die tiefen Gründe, warum wir handeln. Heute, in diesem apokalyptischen und eschatologischen Wettkampf, den wir im 14. Rom erleben, sind nicht alle von reinen Absichten geleitet. Es scheint, dass sie es sind, und je mehr sie sich mit einer verführerischen Stimme und höflichen, eleganten Manieren präsentieren, desto mehr verbergen sie oft das Heulen des raubenden Wolfes in sich. Sei vorsichtig! Es könnte sogar das Gegenteil sein, dass derjenige, der schreit, der flucht, der ruft, der schreit, der Schimpfwörter sagt, der mit dem Regenschirm gestikuliert, möglicherweise von guter Absicht motiviert ist. Könnte sein. Die Welt läuft oft anders. Das sehen wir jetzt. Ich kenne deine Werke. Du glaubst, du lebst, doch du bist tot. Sarden leiden an der schlimmsten Krankheit. Spirituelles Wissen, was die absolut tödliche Krankheit für den menschlichen Körper ist. Es gibt viele Krankheiten, aber einige sind tödlich. Und wenn sie kommen, ist es nur eine Frage der Zeit wie beim Krebs. Also willst du wissen, was die absolut spirituelle Krankheit ist, die die Apokalypse als unheilbar kennzeichnet? Es sei denn, man ruft die Hilfe Gottes, die Unterstützung Gottes und die spirituelle Lauheit an. Jedes Jahr, wenn die Novene der göttlichen Barmherzigkeit zu Ostern zwischen dem Karfreitag und dem Samstag vor dem Weißen Sonntag kommt, die der heiligen Faustina gewidmet ist, berührt es mich, dass die letzte Absicht, die Jesus selbst diktiert hat, könnte man sagen, der Kyrios, hat er am letzten Tag des Sonntags der heiligen Faustina diktiert. Jesus sagt, heute beten wir, betet für die lauwarmen Seelen, sie sind es, die mir am meisten Leid zugefügt haben. Für sie habe ich die Ablehnung im Garten Gethsemane der Passion empfunden, die lauwarmen Seelen. Aber wer sind die lauwarmen Seelen? Die lauwarmen Seelen sind nicht nur die, denn wenn es kein Risiko gibt, kann jeder es fühlen, dass sie nichts empfinden, weil leider eine Vorstellung entsteht, dass meine Lauwarmheit die ist, die die Gegenwart Gottes nicht spürt, die die Stimme des Herrn nicht hört, die keine mystischen Gaben hat. Versteht ihr? Aber wenn ich lau bin, habe ich es gespürt, ich habe es verstanden, es zu hören, Vater. Weißt du, ich bin eine lauwarme Seele, warum? Weil ich nichts fühle, nichts sehe, nichts höre und so weiter. Nein, das ist nicht lau, sondern was anderes. Das ist spirituelle Trockenheit, die nicht der Lauheit gegenübersteht. Erklär's klarer. Die Lauheit ist etwas Schlimmeres. Spirituelle Lauheit besteht darin, die Dinge nicht mehr zu tun, um die Ehre Gottes zu suchen. Einmal war ein Bruder, erzählt Santa Teresa von Avila, und sagt, in einem Kloster in Avila galt er als heilig. Aber tatsächlich suchte er die Ehre Gottes. Doch er steckte auch, sagen wir mal, ein bisschen Eigenliebe hinein, oder? Das heißt, es machte ihm Freude. Eines Tages, als er müde zurückkam, sah er an der Spitze der Treppe des Klosters, dass er all diese Treppen steigen musste. Und er stöhnte und sagte, meine Güte, er hatte gerade anderen gepredigt und gesagt, man müsse geduldig sein, das Kreuz tragen, die Schwierigkeiten lieben und so weiter. Aber er schnaufte, oh meine Güte, diese Treppen. Jesus erschien ihm, trug das Kreuz schweigend, gestoßen von Wachen und Römern. Er drehte sich um, um ihn unten an der Treppe zu sehen und ging weiter. Wie soll ich sagen? Warum beschwerst du dich wirklich? Also, für wen predigst du? Verstehst du, was das bedeutet? Geistige Lauheit ist, wenn wir uns selbst sehen, nicht mehr Gott. Denn wenn man Gott sieht, es muss wirklich der Herr sein, der sagt, lass uns ihn ins Bett bringen. Verstanden? Es ist der Herr, der sagt, wir müssen ihn ins Bett bringen. Wir müssen ihn auf jede Weise aufhalten.
Denn wenn man Gott liebt, ist das das Gegenteil von spiritueller Abhängigkeit. Es ist die Suche nach der Herrlichkeit Gottes, weil man ihn liebt. Und das geschieht auch im menschlichen Leben, wenn eine Frau in einen Mann verliebt ist. Kennt sie wirklich keine Müdigkeit. Sie opfert sich gerne auf, so wie es auch der Vater mit den Kindern tut und so weiter und so fort. Ich sage immer die Frau, weil meine Erfahrung als Vater, als Pfarrer, als Priester mir zeigt, dass Frauen sind da immer voraus. Eine Frau liebt einen Mann, es fällt ihr nicht schwer, sich für ihn zu opfern. Warum? Wenn sie es für einen anderen tun müsste, würde es ihr schwerfallen. Und vielleicht würde sie sich sogar ein wenig beschweren. Sie würde es vermeiden. Aber wenn sie es für den Mann tun muss, den sie liebt, für den Mann in dessen Herzen, für sie, die Liebe zu ihm geboren wurde, dann vergisst sie, wenn sie dieses Opfer bringt, dass sie müde ist, dass es ihr schlecht geht und so weiter. Warum? Ihn liebt sie. Hier, und das Gleiche gilt für unseren Glaubensweg mit Gott. Der Weg des Glaubens belastet uns, und heute wollen sie alles ändern. Dieser Weg des Glaubens ist nicht mehr willkommen, er ist nicht mehr gut. Es geht darum, die Spielregeln zu ändern. Sie haben sie geändert, sie ändern sie gerade. Nicht mehr über Bekehrung. Es ist wirklich einfach ungehörig, was beim Synod über die Synodalität passiert, wo es nicht einmal die geringste Reflexion über die Umkehr, über die Buße, über das Annehmen des Kreuzes gibt. Nichts. Es geht nur darum, die Spielregeln zu ändern. Warum? Warum die Spielregeln ändern? Weil dies die falsche Kirche ist, die Jesus Christus nicht liebt. Vielmehr würde ich sagen, dass die falsche Kirche etwas mehr hat, das von Heiligem kommt. Denn die falsche Kirche ist ein Werk des Heiligen und hat Hass gegen Jesus Christus. Merkt euch das, ich muss es euch nicht erklären. Bergoglio hasst Jesus Christus. Zollerich hasst Jesus Christus. Radcliffe hasst Jesus Christus. Sie lassen glauben, dass sie wissen, was sie tun, aber sie verändern das Evangelium. Sie ändern die von Jesus Christus auferlegten Regeln. Die Frau ruft ihren Mann, sie ändert die Regeln nicht. Sie nimmt sie gerne an und dann macht sie auch ein bisschen. Die Frau bringt ihr eigenes ein und so ist es mit Jesus Christus. Man liebt und folgt, nicht diskutiert. Wenn mich jemand liebt, will er mir folgen. Wenn jemand hinter mir herkommen will, bedeutet das, wer ihm folgt, wer ihn liebt, der von seiner Liebe überwältigt wurde. Aber du kannst die Regeln nicht ändern. Folgen Sie mir mit Ihrem Kreuz. Hier bestimme ich, wie ein Mann, der liebt und geliebt wird, und die Frau ihn akzeptiert, wenn sie verliebt ist. Und also, ich weiß nicht, ob ich erklärt habe, was geistige Lauheit ist. Es ist ein Geschwür der Seele, wenn du den Herrn nicht mehr liebst und nur an dich selbst denkst. In den Leben der Heiligen bleiben diese Dinge einfach bewegend, außergewöhnlich. Man erzählt von bestimmten Heiligen, zum Beispiel fällt mir der heilige Martin von Tours ein, den wir nächsten Monat feiern werden. Der erste Heilige, der kein Märtyrer ist. Er lag praktisch auf dem Sterbebett, er kommuniziert ein bisschen. Die Priester streiten untereinander. Er ist der Bischof. Er will nicht sterben, während diese Priester miteinander streiten. Und so bittet er den Herrn, nicht für sich selbst, sondern um ihm Ehre zu geben. Denn er suchte die Liebe Gottes, um sie an die Brüder zu verteilen, zu gehen. Das ist das Gegenteil von Lauheit. Lauwarmheit heißt sterben. Es gibt keinen Spaß am Kämpfen. Die Lauheit existiert nicht, wenn du dir selbst stirbst. Es gibt keinen Spaß. Kämpfen die Mitleid, die Lauheit im Allgemeinen sind die lauwarmen Seelen. Die lauwarmen sind die Sinnlichsten. Es gibt eine spirituelle Sinnlichkeit, die äußerst gefährlich ist und schon der heilige Jugend. Die Kreuz, obwohl sie aus dem 15. Jahrhundert stammt, lässt das verstehen, sind die Seelen, die immer nur von sich selbst sprechen, sind die Seelen, die, wenn sie den Beichtvater, den geistlichen Vater haben, nur erzählen, was sie fühlen, was sie wahrnehmen, was sie empfinden, was sie leben. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal nach Argentinien ging, vor dem Covid, da stellte man mir eine argentinische Mystikerin vor, die mit Gott dem Vater sprach. Sie sagte, sie sei gekommen, weil Gott der Vater ihr gesagt hatte, sie zu finden. Ich erinnere mich, als ich sie traf, wir hielten zum Abendessen in Siena, in Buenos Aires, im Haus einer. Eine Person, ich war ein bisschen perplex wegen ihrer Art, aber dann am Tisch war ich praktisch disqualifiziert. Io ero praticamente squalificato.
Es gab sie nicht, es war sie, die sprach, die erzählte, die sagte, die betonte. Als es schien, dass sie um eine Meinung bat, war es in Wirklichkeit, um sich noch mehr zu zeigen. St. Martin von Tours bittet Gott, aus dem Bett aufzustehen und geht, obwohl er im Sterben liegt, um die Feindschaft zwischen den Priestern zu schlichten und Frieden unter ihnen zu bringen. Also die Kirche von Sardis ist eine Kirche, die auf sich selbst schaut, so wie die falsche Kirche es heute tut. Wollen wir das sein? Eine Kirche der Armen. Eine offene Kirche, eine Kirche ohne Brücken, mit Brücken ohne Türen, eine Kirche für alle, alle, alle. Beachten Sie, dass die subtile Identifizierung der falschen Kirche darin besteht, dass sie nicht von Jesus Christus sprechen, sondern von sich selbst. Von sich selbst spricht diese falsche Kirche. Sie ist eine Hure, eine Prostituierte, die ihre Reize vor den Augen der anderen zur Schau stellt. Jesus Christus sei gelobt. Wer ist lau? Wer redet von sich? Wer ist verliebt? Wer spricht vom Herrn? Hier ist also, wenn die Heiligen uns immer gelehrt haben, Gott die Ehre zu geben, nur in den Dingen, die wir tun, die Ehre Gottes zu suchen, egal wie es für uns endet. Schau, Sadi riskiert, für immer in dieser Kirche zu sterben. Sein extremer Zustand, wie Hernandez schreibt, ist größtenteils tot. Kurz vorm Sterben, der griechische Text ist klar. Man glaubt, dass du lebendig bist, sagt der Kyrios, und das Urteil hat nur er. Schaut mal, was wir tun, was wir denken. Wir alle unterliegen dem Urteil Gottes. Vor ein paar Tagen fragte mich jemand, Vater, denkt Bergoglio ans Sterben? Ich hatte einen Moment der Reflexion, ich sagte, ich glaube schon, denn es ist strukturell für den Menschen. Aber wahrscheinlich denkt er, dass die Bedingung, die er sich wahrscheinlich selbst erwartet, weil er weiß, warum er es getan hat, gut ist. Auf der anderen Seite zu sein, verstanden? Auf der anderen Seite Vorsicht, denn dann kommt das Urteil der Väter. Sicher wird auch er vorbeikommen. Es ist nicht so, dass der ewige Vater sich zurückzieht, wie man in Sizilien sagt, Angst vor niemandem. Jeder kommt am Urteil Gottes vorbei. Auch Adolf Hitler ist am Urteil Gottes vorbeigekommen. Auch Totorina ist am Urteil Gottes vorbeigekommen. Die Mächtigen, die Heiligen alle, aber auch wir. Wir können nicht denken, dass wir ungeschoren davonkommen. Wir sind der Krise, dem Urteil Gottes unterworfen. Das wird auch nicht mehr besprochen. Und wir wollten, obwohl Gott alle vergibt, das ist nicht wahr. Gott vergibt alle. Wenn wir uns bekehren, Gott sieht. Es ist schön zu wissen, wenn man abends ins Bett geht. Ich in dieser Zeit hier. Ich sehe, was ich sehe. Ich hätte nie gedacht, dass man mich wieder von dort angreifen könnte, wo ich es nicht erwartet habe, mit sehr schweren Worten, bis ich als falsch angesehen werde. Und so weiter, wie ich schon gesagt habe. Aber wenn ich abends ins Bett gehe, fühle ich mich von der Liebe des Herrn umhüllt. Verzeiht mir dieses Zeugnis, aber man muss nicht immer reden. Einige werden gezwungen, und das ist Gewalt für sie. Warum ich? In all dieser Sache, was hätte ich mir selbst gesucht in den letzten 8 Jahren, was sie sagen, dass ich stolz und überheblich bin, wäre ich in Wirklichkeit ein Dummkopf. Was habe ich erreicht? Ich gehe auch in dieser Zeit herum. Wow, der Regen, seit 3 Wochen hört er nicht auf. Ich bin nach Lombardei gegangen und bin in die Lombardei gekommen. Ich bin in Piemont. Nein, in Piemont in der Schweiz. Von der Schweiz bin ich in der Toskana. Sie ist in die Toskana gekommen. Dieser Regen ist unglaublich. Er bleibt, aber er ist schwer, sodass ich mich erkältet habe. Jetzt, Gott sei Dank, geht es mir besser, weil ich diese Feuchtigkeit am Körper habe. Aber wer würde das für mich tun? Es ist schwer, menschlich gesprochen, wenn sie schreiben, du führst ein schönes Leben, du verdienst Geld, du genießt die Hotels, isst, trinkst. Abgesehen davon, die mit mir sind, sehen, wie viel ich esse. Ich sage nicht, wie viel ich trinke, denn vielleicht trinke ich ein bisschen Wein. Wie viel esse ich? Und dann immer das Bett wechseln, die Zimmer um 4 und 5 nachmittags beziehen, wenn man sich auch mal nach dem Mittagessen ein wenig ausstrecken müsste. Und dann immer dieses Gepäck nehmen und losfahren. Aber warum mache ich das eigentlich? Sie schreiben, dass ich es tue, um mich selbst zu präsentieren. Dass ich bin, wer ich bin. Das haben wir in diesen Tagen gesagt. Und doch habe ich abends, wenn ich ins Bett gehe und niemand von euch da ist, sondern nur der Herr, der mich ansieht, Frieden. Eine Freude. Ich fühle mich von Gottes Liebe umhüllt. Warum? Denn auch wenn ich meine Grenzen habe, auch wenn ich mich beschwere, auch wenn ich oft unangenehm bin, gibt es keinen Zweifel, dass der schlechteste Priester des Planeten, laut vieler, ich bin.
Ich weiß, dass ich all dies tue, um die Herrlichkeit Gottes zu suchen, nicht mich selbst. Und das ist es, was wir in uns schätzen müssen, die Freude, ausschließlich die Herrlichkeit Gottes zu suchen. Die Kirche von Sardis ist wie die falsche von Bergoglio. Es ist die Leiche, die sich nicht mehr bewegt. Es ist eine Kirche, eine paralysierte Ekklesia, so wie heute die Pfarrgemeinden erscheinen, hypnotisiert vom moralischen und dogmatischen Relativismus. Der Glaube, der aufgrund von Residenzen lauwarm oder korrupt gelebt wird, ist tatsächlich eine Aussetzung dem Verschwinden. Achtung auch das! Warum stigmatisiert der Herr auch die Lauheit? Warum eifersüchtig? Altes Testament. Im Alten Testament hat mich diese Sache einerseits besorgt, andererseits hat sie mich immer fasziniert, dass Gott eifersüchtig ist. Es rührt mich. Gott ist eifersüchtig auf seine Auserwählten. Und das steht im Alten und im Neuen Testament. Also der erste Grund, warum der Herr Lauheit verabscheut, ist, weil er eifersüchtig ist. Aber es gibt einen zweiten Grund. Weil du, wenn du lauwarm bist, in Gefahr der Verdammnis bist. Achtung, bist du lauwarm, drohst du zu verlieren. Die Sichtbarkeit strukturell, die Kuppel von San Pietro, du gehst nach Rom, weißt du, die vatikanische Presse und die Kommunikationsabteilung von Castel Sant'Angelo, die Flagge, die Schweizer Garde. Und wenn es die katholische Kirche gibt, keine strukturelle Sichtbarkeit. Die pastoralen Agenten können Glauben machen, dass der Körper lebendig ist, aber was die innere Vitalität betrifft, die nur relativ zu Christus ist, da gibt es den Tod. Ich erinnere mich, es war letztes Jahr die Episode eines Teenagers, vielleicht früher oder später, ein schmerzhafter Fall eines englischen Teenagers, der nur noch wenige Tage zu leben hatte und die Ärzte bat, eingefroren zu werden. Also, die Wissenschaft sah vor, dass die medizinische Wissenschaft wenige Augenblicke vor dem Tod oder im Moment des Todes Substanzen injizieren sollte, die die Zersetzungsprozesse blockieren, und dann sollte die Leiche auf eine Art von synthetischem Eisbett gelegt werden, um dann sofort in die Kühlzelle gebracht zu werden. Ich verstehe nicht genau, ob es geklappt hat, aber ich weiß, dass manche sich täuschen ließen. Ich denke so, dass sie sich erwecken können, wenn es gefunden wird. Schaut, wie einfach es ist, ein Mensch zu sein, wenn es keinen Gott gibt. Und heute ist das eine Kirche, die von Bergoglio geleitet wird. Ich verstehe nicht, wie es einige gibt, die kürzlich aufgetaucht sind, um zu behaupten, dass das immer noch die Kirche von Jesus Christus ist. Es gibt einen Grad an Kurzsichtigkeit, der zum Nachdenken anregen sollte. Denn heute spricht in dieser Kirche niemand mehr von Gott. Und im Westen glaubt man heute also bereitwillig alles. Diese glauben, dass wir an den Punkt kommen werden, an dem das Elixier der Unsterblichkeit gefunden wird. Und da sie sehen, dass die Leichname sich zersetzen, wollen sie sich nicht zersetzen. Also haben sie sich einfrieren lassen, in der Erwartung, dass die Wissenschaft schließlich das endgültige Mittel zur Unsterblichkeit findet. Wisst ihr, dass der Mensch seit jeher dem Traum der Unsterblichkeit nachjagt, was letztendlich uns allen Probleme bereitet, uns allen, im Guten wie im Schlechten, weil wir sterblich sind. Euthanatoi in der Odyssee nennen die Götter die Menschen, nicht Oianthropoi. Das beeindruckte mich sehr in der Schule. Nicht die Menschen, sondern die Götter rufen uns im Olymp, aus dem Olymp, sie rufen uns Euthanatoi, das heißt die Sterblichen. Schön, oder? Die Götter, die unsterblich sind, rufen uns Menschen nicht. Aber sie, die unsterblich sind, nennen uns mit Verachtung die Sterblichen, weil wir sterben. Also dieses Mädchen wollte sich einfrieren lassen, weil dann, wenn man herausfindet, dass es ein Elixier der Unsterblichkeit gibt, die Möglichkeit der Wiedergeburt, der Auferstehung im ganz konkreten Sinne besteht. Das heißt, man ist nie wirklich tot gewesen.
Es ist klar, dass das Verfolgen einer Utopie und die falsche Kirche von heute, wie die von allen Zeiten, die Jesus Christus verleugnet, und wie die Kirche von Sardes in Lauheit verfällt, uns alle betrifft, wenn wir in Lauheit verfallen und den Herrn vergessen. Aber das sieht man vergisst den Herrn, wenn man den Herrn vergisst, dann jagt man Utopien. In diesen Tagen, in denen wir reisen, ist etwas sehr Lustiges mit Bruder Celestino passiert. Nur er kann diese Ergebnisse erzielen. Wir sind in ein Restaurant, so eine Autobahnraststätte an einer Tankstelle, um was zu essen, bisschen Fleisch, bisschen Pasta. Frau Celestino nahm Pasta, Fleisch. Wir setzen uns, da war ein junger Kellner, höchstens 25, und er redet von einer Sache zur anderen. Frau Celestino fragt den jungen Mann in meiner Gegenwart. Ich wollte aufstehen, obwohl ich Frau Celestino nicht um seine Verrücktheit beneide. Im Gegenteil, ich übertreffe ihn manchmal. Also, Frau Celestino konnte diesem jungen Mann sagen, um es kurz zu machen, er sagte, ich habe das Grab schon bereit. Und hast du das Grab schon bereit? Schaut, ich, der arme Junge, blass geworden, wenn er berührt wurde, ist weggelaufen. Das habe ich gesehen. Blass geworden. Dann hat er sich abergläubisch berührt und ist dann, ohne zurückzukehren, weggelaufen. Hat er den Mann gefragt, ist das Grab bereit? Also, wenn ich das, was Bruder Celestino sagt, aufgreifen möchte, an alle von uns, die sich von diesem Wort des Kyrios an die Kirche von Sardes angesprochen fühlen. Glaubst du, du bist lebendig, während du in Wirklichkeit tot bist? Ich kenne deine Werke, und das betrifft jeden von uns, wenn wir uns prüfen, aber betrifft es die falsche Kirche von Bergoglio und all jene, die den Herrn nicht lieben. Es ist, als würde man uns sagen, das Grab ist bereit. Die Sicht ist der Tod. Ich gebe euch ein Zeugnis. Im 7. Jahrhundert, die reichen und blühenden christlichen Gemeinschaften Nordafrikas, darunter die ägyptische Gemeinschaft des heiligen Athanasius, um nur einen Namen zu nennen, in Alexandria, der heilige Antonius im Wüsten, der heilige Augustinus im heutigen Tunesien, glaube ich, und der heilige Cyprian von Karthago. Wir sprechen von äußerst blühenden Kirchen, die für eine gewisse Zeit sogar den Glanz und die Schönheit Roms zu übertreffen schienen. Diese Kirchen waren in hohem Maße dem arianischen Irrtum verfallen. Ario, wie ihr wisst, war ein afrikanischer Priester, der im 3. Jahrhundert nach Alexandria ging, um Karriere zu machen und sich zum ersten Mal auf spektakuläre Weise erfunden hatte und unterstützt. Jesus war nicht Gott. Schwäche, Zeichen. Ich würde sagen, das ist das Zeichen von fortgeschrittener Gangrän. Wenn ich sage, die falsche Kirche von Bergoglio, ich wundere mich, dass Leute den Pizzabäckern folgen, die sagen, dass das... Bergoglio ist nicht der Papst, aber das ist die wahre Kirche von Leuten, die von Anfang an bei uns waren. Seit 8 Jahren sage ich das. Warum merken sie es jetzt? Ich kann es mir nicht erklären. Aber offensichtlich stehen wir immer vor den Abweichungen. Achten Sie gut darauf, denn es kann jeden von uns betreffen. In all den Situationen, in denen wir den Herrn verlassen, ist es immer, weil das Herz erkaltet ist. Immer. Das ist der Grund. Wenn man die Schriften von Maria Faltorta über Judas Iskariot liest, könnte es jedoch auch hilfreich sein, Don Eugenio Bernardi zu berücksichtigen, der einen wunderbaren Kommentar zur Passion des Herrn geschrieben hat. Man würde feststellen, dass Judas Iskariot sich nicht physisch, sondern wie die Kirche von Sardes, spirituell vom Herrn entfernt, sich selbst sucht, in sich selbst zurückzieht, den Herrn nicht mehr sucht und sich so verliert. Die Kirchen in Afrika wurden sofort in kurzer Zeit mit Mohammed, dem Propheten, ausgelöscht. Heute, wie ihr wisst, ist ganz Nordafrika, das Maghreb bis Ägypten, mit einer besonderen Ausnahme für Ägypten, wo es die koptischen Kirchen gibt, und dann ganz Saudi-Arabien und all das islamische Zeug. Die früher blühende christliche Gemeinden, es bist du, ich, die das Risiko eingehen, dass wir zuerst blühten, dann werden wir lauwarm und enden damit zu verschwinden. Deshalb fürchteten die Heiligen die geistige Lauheit sehr. Sie hatten Angst davor. Wenn man Christus verliert, so wie diese Kirchen in Afrika Christus verloren haben, haben sie den apostolischen Glauben verloren.
und haben somit tatsächlich auch sich selbst verloren. So kann es auch heute noch einem Katholizismus ergehen, der in der Tat müde und ohne Biss erscheint. Kann für immer verschwinden. In diesen Jahren, gerade an diesen Tagen, während ich durch den tiefen Norden reise, bereite ich mich auf die Treffen am Samstag und Sonntag zwischen Friaul Venetien und Julisch Venetien zum wiederholten Mal und Österreich vor. Und ich komme hier mitten im Winter. Ich dachte an die ersten Momente, gerade an diesen Tagen, das ist bewegend. Ich dachte an die ersten Treffen, als ich alleine kam, mit der Tasche, die als historisches Erbe aufbewahrt wird. Es überkam mich fast eine immense Rührung und ich dachte an zwei Dinge. Sag's ihm. Die erste, mein Herr, lass nicht zu, dass ich jemals müde werde. Müdigkeit gibt's nicht. Wird's gehandhabt. Ruh dich kurz aus, dann weiter. Achten wir auf innere Müdigkeit. Das heißt, auf das, was er tut, auf die Dinge Gottes. Und die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, dass ich an die ersten Treffen im Norden denke, zwischen Venetien, der Lombardei, Mailand. Am 6. Oktober waren wir Tausende von Gläubigen, aber bei den ersten Treffen waren wir 20, 30 Personen, manchmal sogar weniger. Und trotzdem habe ich es trotzdem gemacht und dachte daran, dass man mir von Anfang an bis heute sagt, Vater, aber sie halten ein hohes Tempo, Vater. Aber sie vollbringen unglaubliche Werke, Vater. Aber sie und die, die mich mögen, mit diesem wollen sie heute, morgen, wenn sie sehen, wie es läuft. Trotzdem, zum Glück stütze ich mich nicht auf sie. Aber was ich sagen möchte, ist, dass mich dieser Satz ein wenig überrascht, er stört mich ein wenig. Ich werde Ihnen sagen, warum. Denn ich denke, dass wir das alle tun sollten. Was du für Gott tust, belastet dich nicht. Also, diese abgestorbene Kirche, die die falsche Kirche von Bergoglio zu reproduzieren scheint, oder jedenfalls all jene, die die Liebe der Anfänge verlassen haben, das ist der Grund, warum, wie er zu Beginn sagte, die Kirche von Sardes an die Kirche von Ephesus erinnert, zu der Kyrios sagt, dass du mich nicht mehr liebst wie am Anfang. Es erfolgt ein Schlag auf das Gesunde in der lebendigen Hoffnung, sie zu heilen und ihr Überleben zu sichern. Man glaubt, man sei lebendig, und doch ist man tot. Und vielleicht ist der Vorwurf die eindringlichste Mahnung des gesamten 7-Jahres-Zyklus, aber gleichzeitig ist es auch die gesündeste Medizin. Wo ich auch bei Paaren, ich habe manchmal Ehen gesehen, diese Wahrheit, nein. Ich erinnere mich an ein Paar aus dem kleinen Rest, also kürzlich, das in einer Krise war. Sie hatten mich um Gebet gebeten und darum, es niemandem zu sagen. Dann haben sie sich eine Auszeit genommen, die Kinder bei den Großmüttern gelassen und sind auf eine Reise gegangen. Als sie zurückkamen, waren sie erfrischt, weil sie innegehalten hatten. Und sie sagten mir, Vater, wir hatten endlich wieder Zeit, uns in die Augen zu schauen, beide. Wir haben Zeit füreinander gefunden, ohne Sorgen, Stress und den Druck der Arbeit, das Ende des Monats zu erreichen, das zu schaffen, das zu erledigen. Viele Paare können sich das nicht leisten, anders geht's. Aber wenn sie das sagt, zum Beispiel die Frau, warum hast du das gemacht, warum hast du das gemacht? Wenn es Liebe gibt, hört man zu. Und dann wird der Vorwurf, die Beschwerde auch zur Möglichkeit, das Überleben der Liebe selbst zu sichern. Nichts zu machen, der Herr prüft uns. Du glaubst, du lebst, doch du bist tot. Es ist eine Medizin. Stellen wir uns vor, der Herr spricht zu uns. Don Minutella, alle glauben, dass du lebst und du bist tot. Bruder Celestino, alle glauben, dass du lebst und du bist tot. Schwester Marika, alle glauben, dass du lebst, du bist tot. Es ist eine Ermahnung, die kommen kann. Stellen wir uns vor, der Herr spricht zu uns und unseren christlichen Gemeinschaften. Gibt es nicht immer das Risiko, diesen schrecklichen Vorwurf zu hören? Du wirkst lebendig, weil du viel tust, Gemeindehaus leitest, soziale Zentren betreust, Bedürftigen hilfst, Nächstenliebe hast, pastorale Kompetenz zeigst, Anerkennung genießt, Zentren gründest, aktiv bist, doch bist tot, weil du den Glauben und die Liebe der Anfänge verloren hast. Den Herrn interessiert das.
Viele pastorale Aktivitäten führen nicht zur Heiligkeit, wenn das Gebet und die innige Gemeinschaft mit Gott fehlen. Ich möchte euch etwas verraten, ohne es zu nennen, denn wenn es nicht bleibt, könnte es uns wehtun. Ein Priester des Sodalizio, den verehre ich, nicht Bruder Celestino, ein anderer. Warum? Er hat mir offenbart, er hat mir anvertraut, aber ich glaube, dass die, die um ihn herum sind, wenn er dort ist, es wissen, dass er jeden Abend von 23 bis 24 Uhr die eucharistische Anbetung macht, was bedeutet, vor dem Tabernakel zu sein. Es spielt keine Rolle, ob der Tag leicht oder schwer war, außer wenn er krank ist. Denn jeder von uns, auch wir Priester im Sodalizio, sind arme Esel. Wir haben unsere körperlichen Probleme, es ist nicht so. Wir genießen immer eine ausgezeichnete Gesundheit. Wir haben auch unsere Wehwehchen wie alle. Und es hat mich an das erinnert, was unser Priester des Sodalizio gemacht hat. Deshalb verstehe ich dieses Gift nicht, dieses Anspucken auf die Ersten, die mit uns waren, die gegangen sind, die zumindest beschlossen haben zu gehen. Der Vergleich wäre ruhig gewesen, wenn sie gegangen wären, ohne zu spucken. Verstanden? Die Priester des Sodalizio verdienen es nicht, Sektenmitglieder genannt zu werden. Trotzdem hat es mich an das Zeugnis von Monsignore Fulton Sheen erinnert. Monsignore Fulton Sheen widmete jeden Tag Zeit der Anbetung, um vor dem Herrn zu sein. Natürlich wir, zum Beispiel Bruder Celestino, ich weiß nicht, wie er das macht, interessiert mich nicht, man kann nicht anhalten. Und es ist viel, wenn wir heimlich im Hotel die Messe feiern, Gott allein weiß, wie oft das passiert. Eigentlich viel weniger, dass es klopft. Das Personal, weil sie das Zimmer aufräumen müssen. Und manchmal läuten sie sogar während der Weihe mit der Glocke, den kleinen Glocken, und läuten, weil sie verstehen wollen, was passiert. Dass Schwester Alessia, obwohl man ihr seit Jahrhunderten sagt, sie solle nicht laut singen, wenn sie dann eine schöne Stimme hat, vergisst das als gute Tochter von Palermo und singt oft laut, sodass man nicht versteht, ob sie zuhören, weil es ihnen gefällt oder weil sie genervt sind. Immer in einem Zustand der Annäherung. Aber es darf nicht fehlen und es darf auch für den am stärksten in der Seelsorge engagierten Geistlichen nicht fehlen, die Zeit, die dem Gottesdienst, dem Gebet und dem Hören auf den Herrn gewidmet ist. Gesicht anbeten, schon besprochen. Os, Ad auf Mund, Intimität. Anbetung kommt von Os Ad Os, das heißt Mund an Mund, Intimität, denn zwei Verliebte küssen sich auf den Mund. Und der Kuss auf den Mund, wie San Bernardo später sagen wird, küsst mich mit den Küssen seines Mundes. Aber immer strahlt ein Priester Christus aus, selbst wenn er diese Intimität mit dem Herrn pflegt. Es gibt kein Risiko der Lauheit. Nein. Der Herr sendet oft Kreuze an die heiligen Priester, weil er sie liebt. Ich erinnere mich an die Episode von der heiligen Faustina Kowalska, die sehr verbunden war. Diese Sache beunruhigte mich, aber dann sagte ich, ach, zum Glück. Sie hatte sich auch menschlich mit dem geistlichen Vater verbunden. Emotional. Versteht mich nicht falsch. Denn leider gibt es immer Leute, die die Perlen nicht verdienen. Er war emotional verbunden. Da er die Portale der Liebhaber akzeptierte, hatte er alles. Die Polen haben sich bei dem Herrn beschwert und gesagt, ja, aber warum leidet der Herr so? Er hatte angefangen, krank zu werden. Und gerade im vollen Einsatz der apostolischen Initiativen, die er mit dem Bild der göttlichen Barmherzigkeit verbreiten sollte, um von Jesus, dem barmherzigen Jesus, zu sprechen, wie es die heilige Faustina sagte. Und er wusste, dass es wahr war, denn er hatte Beweise und nichts. Er begann, Krankheiten, Fieber, Arthrose, Bauchschmerzen und so viele Dinge zu bekommen. Und dann begannen die Vorgesetzten, ihn schlecht zu behandeln. Missverständnisse, Probleme, Verspätungen bei den Zügen. Und sie sagen dir, du kannst dir das nicht vorstellen. Und Jesus sagt, als die heilige Faustina sich darüber beschwert, sagt Jesus zu ihr, warum beschwerst du dich? Ich liebe ihn einfach. Er hat nichts anderes gesagt, als wollte er sagen, gerade weil ich ihn liebe, lasse ich zu, dass er leidet. Ich weiß es nicht. Es ist, als würde der Herr aus uns das melodischste Lied herausziehen,
wenn er das Leiden, das Kreuz, den Schmerz, die Krankheit erlaubt. Dann müssen wir danken. Wenn ihr euch an das letzte Mal erinnert, habe ich mit Nachdruck über den Brief vom vergangenen Donnerstag an die Kirche von Thyatira gesprochen und gesagt, dass es dem Herrn, einer Kirche, die von Domina verfolgt wird und die Christen umbringt, nicht wichtig ist, dass sie sterben. Es interessiert ihn körperlich, dass sie geistlich sterben. Also, das Gebet zu kultivieren, die Begegnung mit dem Herrn, denn selbst wenn die ganze Welt gegen dich kommt, wenn du weißt, dass der Herr bei dir ist, ist das eine Prüfung. Denn wenn du wirklich aufrichtig vor dem Herrn stehst, kannst du dich selbst nicht betrügen. Der Herr lässt dich verstehen, wer du bist und was er von dir will. Sardi ist eine Kirche, die in ihrer Aktivität zu fieberhaft ist, aber sie ist tot, obwohl sie lebendig zu sein scheint. Deshalb muss die gesamte Kirche immer mit Dankbarkeit auf die Klöster schauen. Das ist ein weiterer Aspekt, den ich für sehr wichtig halte aus kirchlicher Sicht. Die Klöster, die Klausuren, ich meine die Kartäuser, die Eremiten, die Zisterzienser, die Trappisten, die es auch heute noch gibt. Ich weiß nicht, ob ich mit Bergoglio bin. Und dann gibt es auch die Nonnen im Kloster, denn sie erinnern an die Notwendigkeit der Vorrangstellung des Gebets über die Handlung. Santi Grasso, ein Exeget, bezeichnet Sardi als eine geschäftige Kirche, wie viele Priester. Ihr wisst, dass die Krise der Priester zwischen den 70er und 2000 Jahren eine ohnegleichen ist, zahlenmäßig gesehen ohnegleichen, statistisch gesehen. Man erzählt, dass Paul der VI., wie heißt es, Indult erteilte, um Dispensen zu gewähren, um das Ministerium zu verlassen, Sekretär so und so. Aber warum gab es diese Krise? Der Priester wurde in Seminaren mit einer unternehmerischen Sichtweise ausgebildet. Ich erinnere mich gut daran, es tut mir leid, das zu sagen, aber ich erinnere mich an diese langweiligen, endlosen Freitagstreffen. Es war der einzige Nachmittag, den wir hatten, denn dann waren wir mit Unterricht und Studium beschäftigt, wo wir endlich mal in Ruhe gelassen wurden. Aber nein, es gab das Gemeinschaftstreffen, um zu sprechen. Einmal über die Armen, einmal über Afrika, einmal darüber. Immer zu reden, zu reden, zu reden. Aber der Priester kommt dann raus, junger Priester, schon gleich überfordert. Dann schicken sie ihn in die Gemeinden, wo man sich vorstellen kann, was man dort vorfindet. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe das durchgemacht. Ich war Pfarrer in den schlimmsten Vororten von Palermo und der Priester wird zum Verwalter und verliert den Blick für das Wesentliche. Das ist heute, und ich schließe, heute mehr denn je dringend zu sagen. Vor allem nachdem die Häresie der Handlung, wie Don Chotard sie genannt hat, sich unter den Gläubigen verbreitet hat. Wir müssen diesen Männern und Frauen in der Kirche dankbar sein, die trotz dieser Situation vielleicht ihre Rettung sein könnten, das Klosterleben führen, das Eremitenleben leben. Vor Jahren hieß es, Bergoglio könnte das abschaffen. Warum wurde es gestoppt? Vielleicht griff Gott ein, denn sie sind die Lebensader, der Sauerstoff der Kirche, die Mönche, die Nonnen, die Menschen im Kloster, die die Welt nicht kennt, aber sie sind die Luft. Erinnert ihr euch an die heilige Therese von Lisieux? Von der Kirche aber ich gehe zur Liebe. Ich werde die Liebe sein. Sie sind die Liebe, sie sind das Herz. Sie erinnern uns daran, dass dem Herrn die Liste unserer guten Taten nicht wichtig ist, sondern unser Herz. Aber der Herr verlässt uns niemals ganz. Zur Verurteilung, es gibt immer Zeit, es gibt immer Möglichkeiten. Trotz allem wird uns in der unendlichen Barmherzigkeit des Herrn eine letzte Chance gegeben, um zu handeln. Wach auf, meine Güte. Dieser Satz erinnert ein wenig an das prophetische Sprichwort von Jesaja. Wach auf, Herr. Eine Dame, die durch den Schmerz wegen des Exils eingeschlafen ist. Solche Dinge. Eine Dame Jerusalem, die auserwählte Stadt, die leidet und das Leiden und der Schmerz blenden, lähmen und hypnotisieren oft. Also wach auf, sie hat zweimal gesagt, wach auf, Herr. Und hier sagt der Kyrios jetzt zur Kirche von Sardis. Er sagt es zu jedem von uns, wenn wir in geistlicher Lauheit eingeschlafen sind. Er sagt es zur ganzen Kirche. Er sagt es heute durch Dominutella, wach auf. Und belebe, was übrig bleibt und im Sterben liegt. Die Imperative zeigen die Dringlichkeit, besonders wach auf im Griechischen, mit Gregoleo für das physische Erwachen, hier jedoch das der Toten. Sardinien ist eine tote Kirche, sie muss aufwachen und sich erinnern wie Ephesus.
Sie muss zu den Ursprüngen der Nachfolge zurückkehren. Sie muss eine Gewissenserforschung durchführen. Mit einem Wort, sie muss innehalten. Sie muss sich eine Sabbatpause gönnen, um den Weg zu überprüfen. Vor einigen Tagen habe ich die Nachricht von einem Mitbruder aus Palermo erfahren. Ich versuche immer, über die Priester des Presbyteriums von Palermo, dem ich angehörte, informiert zu bleiben. Er hat wiederholt um ein Sabbatjahr gebeten, er war ein angesehener Priester und hat auch relativ jung ein Sabbatjahr erhalten. Was ist ein Sabbatjahr? Es ist im kanonischen Recht vorgesehen und der Bischof lehnt es in der Regel nicht ab, wenn er sieht, dass die Bedingungen gegeben sind. Mir wurde das verweigert, als ich darum bat, ich hatte darum gebeten, mir wurde es verweigert. Mir wurde in der Kirche immer alles verweigert. Gott hat es erlaubt, um mich zu formen. Und vielleicht wollte er nicht, dass ich für ein Jahr Sabbat zurücktrete. Ihm, diesem Mitbruder, ist das Sabbatjahr ein Jahr, in dem der Priester, Gott sei Dank, jede pastorale Tätigkeit aussetzt und nicht einfach nur faul herumsitzt. Denn wenn er das täte, würde er sich völlig verlieren. Stattdessen geht er, wenn ich es richtig verstanden habe, in ein Benediktinerkloster, um, wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich mich irren, zu beten schön, um die Quellen seiner eigenen Berufung neu zu entdecken. Gefahr der Gewöhnung. Der Kyrios verlangt Wachsamkeit und Bewahrung des Wortes. Auch diese Beziehung zur Bibel, zum Evangelium. Daher kommt wie ein Dieb, und hier ist der letzte Abschnitt. Erinnere dich also daran, wie du das Wort empfangen hast. Ah, ich erinnere mich, als ich es kaum erwarten konnte, ins Seminar zu gehen. Und einmal, als ich mit dem Rektor des Seminars sprach, glaube ich, dass er es aufgeschrieben hat. Er sagte mir, also willst du ins Seminar eintreten? Ja, Monsignore. Man sagte mir, ich soll Monsignore sagen. Ich war 18, 19, weiß nicht mehr. Musste ins Seminar. Also, er sagt mir, aber jetzt sollten wir die Worte von Rito. Jetzt fängst du dieses Jahr an, du wirst geprüft und wir werden überprüfen, ob du die Berufung hast. Ah, mein Herr, entschuldigen Sie, ich glaube, es war ein Akt der Arroganz, den Gott mir jedoch vergeben hat, denn die Absicht war gut. Weil ich das nicht hätte sagen sollen, aber ich habe es gesagt, Monsignor, entschuldigen Sie. Ja, sagen Sie, Sohn, ihr entscheidet, was ihr wollt, aber ich habe keinen Zweifel, dass der Herr mich ruft. Ich sage das, weil der Herr uns hier mit der Kirche von Sardes sagt, erinnere dich, wie du das Wort empfangen hast. Als du dich verabschiedet hast, als du ins Seminar gegangen bist, als du ins Kloster eingetreten bist, als du einer Gebetsgruppe beigetreten bist, als du das religiöse Leben angenommen hast, erinnere dich daran, wie du das Wort empfangen hast. Bereue, beobachte und bereue. Endlich die letzte Gefahr. Weil wenn du es nicht tust, komme ich wie ein Dieb, ohne dass du es weißt, um wie viel Uhr ich zu dir komme. Also, hier muss ich eine Sache klarstellen, dass ich wie ein Dieb kommen werde, bedeutet nicht einfach das, was das Evangelium bereits sagt. Seid wachsam. Es ist nicht nur eine Einladung zur Wachsamkeit. Es ist etwas mehr. Es ist eine Vorahnung seiner Ankunft. Ich erreiche dich genau während du arbeitest, mitten in den Aktivitäten, um dir zu zeigen, dass es mir darum nicht ging. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe. Meine Lieben, wir müssen wachsam sein. Wir müssen den Herrn bitten, dass wir immer bereit sind, ihn in unserem Leben willkommen zu heißen, ohne jemals in Lauheit zu verfallen. Wie von Balthasar geschrieben, ist die wahre Nachfolge nicht jenseits des Kreuzes oder an seiner Stelle, wie in einigen heutigen neuen spirituellen und theologischen Strömungen. Ich habe keine Beweise, aber ihr merkt es, wir haben nicht darüber gesprochen. Der den kleinen Rest verlassen hatte, um dem Vater Gebhard zu folgen, so haben sie mir gesagt, und ich weiß nicht, ob Vater Gebhard die Pseudomystik ist, er hätte den Konjunktiv gehabt, wenn es nicht so wäre, entschuldige ich mich im Voraus. Außerdem nenne ich nicht einmal den Namen, also kann sich niemand angesprochen fühlen. Er hätte auch diese andere Realität verlassen. Das sind die, die von überall her hüpfen, um sich mit welcher neuen Sekte zu verbinden. Das Evangelium ist kein Angebot für weltliches Wohlbefinden. Dondolindo Ruotolo, der den Brief an die Kirche von Sardes kommentiert, sieht im Todsein und im Scheinen lebendig zu sein die religiösen Gemeinschaften, die sich mit der Erneuerung des Konzils dem Geist der Welt geöffnet haben. Ich glaube, er hatte recht, als er hinzufügte, es ist geradezu charakteristisch für die Franziskaner, die Dominikaner, entspannt, die Suche nach Bequemlichkeiten und den flüchtigen Freuden.
Ich bin empört über etwas, das Fra Celestino ein paar Mal gesagt hat, nämlich, dass er in Loreto, um zu beten und in der heiligen Stätte von Loreto zu verweilen, von den Franziskanern, die Kappadoci, hinausgeworfen wurde, weil er die Regel, die ursprüngliche Beobachtung, lebt und deshalb keine Sandalen trägt. Aber entschuldige, du trägst sie doch aus Nächstenliebe. Aber warum einen Bruder hinauswerfen, der sie nicht trägt? Wird es nicht ein Gefühl der Tadel sein? Ich glaube schon. Entspannte Religiöse suchen Komfort und flüchtige Freuden des Lebens. Doch das Versprechen ist weit strahlend mit riesigen Grenzen. Warum das Paradies? Don Divo Basotti schreibt darüber. Die Rückkehr ins Paradies. Hier ist, was Jesus Christus den Kirchen verspricht. Ja, denn wie ihr gehört habt, verspricht er das dem Herrn der Kirche von Sardes. Bedecke das Feuer, den Geist, den Duft, so sagt er, ich werde deinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Das Buch des Lebens ist das des Paradieses. So wissen wir, dass der Weg auf Erden, wenn wir voller Liebe für den Herrn bleiben, uns eine Ewigkeit des Vertrauens und der Intimität mit dem Kyrios, dem Vater und dem Heiligen Geist ohne Ende bereitet. Gepriesen sei Jesus Christus und vorwärts mit Maria.